Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dungeons 2. Ja, wie ihr links seht, haben wir noch ein paar Sachen zu tun. Und zwar müssen wir eine Stadt zerstören am Steinbruch und einen Kampfring müssen wir bauen. Mensch, einen Kampfring, genau. Und das hatten wir hier oben, ne? Da haben wir keine Kohle dafür. Oder? Arena? Nee, Quatsch. Das ist der Kampfring. 750. Da müssen wir noch ein paar Orken sammeln. Okay. Da müssen wir mal dafür sorgen, dass das ein bisschen schneller geht, ne? Schnüffelstoff! Zack! Wen habe ich denn jetzt noch nicht? Hier. Schnösi. Kriegt auch noch ein paar Druck. Okay. Okay, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Kohle dafür. Und nochmal einen Kampfring. Ein Kampfring war errichtet worden. Sogleich packte das geheimnisvolle Böse eine seiner Kreaturen und warf sie darauf, um sie auszubilden. Das hört sich merkwürdig an, aber genau so war es. Tja. So, dann nehmen wir mal... Wen nehmen wir denn mal? Weiterhin gab es Städte, die auf ihre Zerstörung durch die Horde warteten. So, den Ork. Eine der Kreaturen fand sich im Kampfring wieder und fing widerwillig nach etwas Gewaltandrohung an zu trainieren. Oh, will ich gar nicht. Der komische Altar war endlich erforscht worden und konnte errichtet werden. Bald würden Kreaturen, die dumm genug waren, in der Außenwelt zu sterben, dort wiederbelebt werden können, wenn man das denn wollte. Jo, eine Defibrillatormatte, genau, die brauchen wir ja auch noch. Aber dafür müssen wir den Raum noch ein bisschen erweitern, ne? Lazarett. So. Ach Mensch, das schöne Gold, ey. Jetzt mach doch mal ein bisschen schneller. Trainiert er noch? Jawohl. So. Der Mana mangelt es uns nicht, ne? Es war vollbracht. Eine Kreatur hatte ihr Training beendet und sich weiterentwickelt. Selbstzufrieden klopfte sich das ultimative Böse auf die Schulter. Gerade so, als hätte es selbst trainiert. Jo. Genau. Der Erzähler bringt mich immer wieder raus. Eine Defibrillatormatte, genau. Was kostet das denn? 1000 Gold, sag mal. Das gibt's doch nicht. Na gut, dann können wir noch ein paar Orks trainieren lassen. Jetzt müssen wir mal gucken, was werden die denn eigentlich dann zu Hauptmännern, ne? Ja. Ja, eine andere Option haben wir ja noch nicht. Okay. Okay. Tausend Gold, die holen wir uns jetzt schnell. Können wir noch weiter forschen gehen, ne? Wir brauchen mal noch Kisten. Wir müssten die ganzen Räume echt noch ausbauen. Die Frage ist wirklich, lohnt sich das eigentlich, ne? Das ist so die Frage, die ich mir stelle.
weil ich guck mal an der Oberfläche, was uns da erwartet. Okay, heftiger Widerstand. Zahltag. Und da drin sind auch nochmal Amazonen. Okay, 1100 Gold, jetzt bevor die das wieder sich selber einverleiben, bauen wir hier so eine komische Matte noch hin. Eine Defibrillator-Matte. So, dann haben wir das nämlich auch fertig. Ich muss mal gucken, es gab nämlich einen Patch, seht ihr, wenn man jetzt hier oben draufklickt, dann hat man hier nämlich alle. Trink Bier, verschönert den Dungeon, trink Bier. Okay, wir haben drei Hauptleute, drei Orks. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, was kosten uns noch Orks? 350, zwei Bevölkerungspunkte. Naja, zwei Orks holen wir uns nochmal, würde ich sagen. Ne? Bevor wir jetzt alle zu Hauptmännern auf oder Hauptorks da aufwerten, ne, finde ich, glaube ich, das besser. Da lieber noch ein bisschen Kanonenfutter. Sich immer an der Kohle, ist ja der Wahnsinn. Was ist denn hier? Lustige Kreatur. Oder was haben wir denn? Wir haben 6 Orks, 3 Nagas und noch diesen... Wir versuchen es mal, ne? Wir versuchen es jetzt mal mit dem... Die Städte lagen da wie reife Früchte, die nur noch gepflückt werden mussten. Das ultimative Böse zog seine Kreaturen zusammen, um sich des Problems anzunehmen. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Ich hoffe es ja. Ich hoffe, der Widerstand. Wenn nicht, machen wir außen erstmal weg. Kommen wir hier rüber? Es ist Zahltag. Schon wieder Zahltag. Merkwürdiger Geruch breitete sich im Dungeon des ultimativen Bösen aus. Es schwor sich in Zukunft, weniger blähendes Gemüse zu sich zu nehmen. Okay, einen haben wir schon verloren. Den Turm machen wir jetzt aber noch platt. Da drüben wollte ich noch reingucken. Ha, was ist das? Was ist das Schönes? Erhält kein Gehalt. Das geben wir gleich meinem Hauptmann. Sparen wir uns doch die Mark, ne? So, dann schicke ich die schon mal hier hin. Und dann eben nochmal hoch in den Dungeon. Und noch ein bisschen Infanterie noch. Hopp, 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 hopp. Wo haben wir sie? Da. Jetzt holen wir uns nochmal die...
Ork. Noch einer. Jawohl. So. So, die stoßen auch gleich nochmal zur Truppe dazu. Sonst haben wir, glaube ich, die ganze Karte, ne? Außer hier oben die Ecke. Da gucken wir eben nochmal, bevor wir zur Stadt gehen, ne? Also, wenn, dann will ich jetzt auch wissen, was da noch ist. Es ist Zahltag. Boah, ist das teuer, ey. Dieser Bereich der Außenwelt beherbergte einen alten, aber funktionsfähigen Heldeneingang, der in den Untergrund nahe des Dungeons führte. Das ultimative Böse entschloss sich, diesen zu sichern, um so einen weiteren Schleichweg in die Oberfläche durchzuführen. Der Bereich um den alten Heldeneingang war gesichert. Fortan konnte ihn das niederträchtige Böse für seine Zwecke nutzen. Heldeneingang. Das heißt, die kommen dann da raus? Okay. Nee, hier oben sind wir auch noch nicht lang marschiert. Na, wenn, dann machen wir jetzt hier alles platt, oder? Echt toll gemacht, wie sich die Welt verändert. Ne? Na, aber jetzt gibt's hier vorne erstmal auf die Ome. Schnell die Pixie, die heilt. Haben wir es doch gleich. Was ist so? Kreatur verloren? Naja, egal jetzt. Das langwierige Böse hatte noch immer nicht alle Städte zerstört und mittlerweile das von den Entwicklern dafür vorgesehene Zeitfenster deutlich überschritten. Das würde sich kaum vorteilhaft auf seinen Highscore auswirken. Kein Highscore. Dann vergiss, was ich gerade gesagt habe. Es ist Zahltag. Oh, aber starke Verluste haben wir erlitten. So, okay, haben wir denn hier unten noch irgendwas zum Nachziehen? Trotzdem da raus? Naja, ein bisschen. Naja, gut. Was soll's?
Was soll's? Sollen wir hier schon mal weitermachen oder warten wir noch auf die? Ja, die sind gleich da, ne? Warten wir noch kurz. Bewegung! Bewegung! Sind denn das hier für kleine, knuffige Kerlchen hier? Sieht so aus, so ein bisschen wie so ein Kritter. So. Dann hauen wir hier mal alles kurz und klein. So, schnell die Türme weg. Horde nicht standhalten und fiel ihren blutrünstigen Kriegern zum Opfer. Die Überlebenden würden weiter im Steinbruch arbeiten dürfen, halt nur in Ketten, um das heimtückische Böse mit dem Geklinker und Geklunker ihrer Kettenglieder zu erfreuen. Es war vollbracht. Das Einhorn zierte den Kamin des ultimativen Bösen, die Städte lagen in Ruinen und die Wall Street war besetzt. 99% der Missionsziele waren absolviert. Moment, nein, 100% waren absolviert. Ausgezeichnet. Victory! Jawohl, haben wir es geschafft. Wunderbar. Es ist Zahltag. So, und als nächstes Troll aus den Höhlen. Das ultimative Böse war auf der Spur des Magiers Gandeldor? Gandeldor, einer der heimtückischen Helden, die ihn verbannt hatten. Es hatte ihn bis in ein zerklüftetes Tal verfolgt, in dem auch einige Trolle hausten. Hier würde dieser Magier seinen letzten Zauber sprechen. Okay. Na komm schon, Loadscreen. Na komm. Mal dauert es länger, mal dauert es kürzer. Das ist echt ein bisschen komisch. Trolle bevölkerten diesen Landstrich. Sie waren für ihre Schlagkraft bekannt. Das ultimative Böse hatte Trollolo, einen seiner Ork-Clan-Chefs, losgeschickt, um die Trolle in die Horde einzuladen. Zeitgleich war das rachsüchtige Böse auf der Jagd nach dem guten Magier Gandeldor, der sich hier in der Gegend aufhielt und einer der Helden war, die ihn gebannt hatten. Nicht, dass das nach Rache dürstende Böse einen Grund brauchte, um Jagd auf gutmütige Wesen zu machen. Zunächst war aber das Treffen der Clan-Chefs von Belang. Danach würde man sich um die anderen Probleme kümmern können. Die Clan-Chefs. Ja, hier haben wir schon unseren nächsten Dungeon ein bisschen vorgebaut. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier ist der Eingang. Aha, und hier ist auch nochmal so eine Zwergenmine. Das heißt, wir haben es dann, glaube ich, wieder mit beiden Seiten zu tun, ne? Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns ums Clan-Treffen. Ne? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns!